Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Im letzten Part sind wir hier im Blütenweiler stehen geblieben und müssen noch mit dem Bürgermeister reden, um eventuell, ja, weiter auf die Spur zu kommen, wo sich das Sternenjuwel, was hier in der ersten Welt, im ersten Kapitel, sich irgendwo befinden soll. Und, ja, wir haben jetzt einige Sachen schon in Erfahrung gebracht. Unter anderem den Drachen Logard, der weiblich ist, aber tut ja nichts zur Sache, egal, den müssen wir besiegen. Und ja, kurz in eigener Sache, gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr abonniert, die Glocke aktiviert, liked und kommentiert, wenn ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpassen wollt. Vielen Dank für eure Unterstützung, und beim letzten Mal wurde, glaube ich, gesagt, er soll im rosa Häuschen auf uns warten. Dann gucken wir da doch mal nach. Hallo. Bart? Knollennase? Was bist du denn für eine Figur? Du bist ein Dieb. Das erkenne ich sofort. Nee. Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du ein paar Münzen und einem antiken Panzer zufrieden bist, die kann ich dir ruhig geben. Mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Kupia, die würde ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir noch beide jung und verliebt waren. Was? Du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel? Ja. Sag das doch gleich. Dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, dass Sternjuwel, das du suchst, was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Logard habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Logard, den riesigen, unglaublich grausamen Drachen. Dem Namen nach, ja. Mit ihren Überfällen terrorisiert Logard die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich vor Logard befreien will? Wollte er sagen, der Wahnsinnige? Ja, genau, will ich. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich vor Logard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was? Wie? Du brauchst keine Belohnung? Korrekt. Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Du, wie heißt du noch schnell? Mario. Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Das heißt Mario. Na gut, Manio. Eine Sache solltest du aber noch wissen. Wenn du zu Logards Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Grollburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Also, Manio, geh und zeig Logard, was eine Hake ist. Manio. Hi. Gehst du hier weiter, kommst du zur Geröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns vor den Monstern schützen. Aber wenn der Bürgermeister sagt, dass es in Ordnung ist, dann öffne ich das Tor für dich. Entschuldigung, warte mal. Also,
Ich bin Kupio. Man sagt, du gehst zur Burg von Logard, oder? Also ich habe da sozusagen eine Bitte. Also ich meine, entschuldige bitte. Auf Wiedersehen. Ein komischer Cooper, was er wohl wollte? So, Weg zur Geröllburg. Dann machen wir das doch mal. Ha, hier gibt's wieder was. Zack. Mhm. Bam! Noch getroffen mit dem Hammer. Neue Gegner. Was ist denn für einer? Cooper? Das ist ein Cooper. Du kennst Coopers bereits aus vielen früheren Abenteuern. Okay, KP 4, Angriff 2, Verteidigung 1. Der Panzer ist ziemlich hart. Lege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung sinkt auf 0. Aber ich denke, mit Coopers kannst du dich sowieso gut genug aus. Ja. Ah, dann auf den Bauch springen. Okay. Mach mal. 1, 2. Jawohl. Und Level up. So, was war das Klügste, was man machen könnte? Ich würde sagen, erstmal die Orden, ne? Mein KP könnte man auch nehmen, jederzeit, klar, aber ich würde jetzt erstmal die Orden nehmen. So. Einfach aus Prinzip. Da ist jemand. Wer bist du? Ey, Cooper! Konnte ich jetzt nicht reagieren? Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Der hat eine Papierkugel. Siehst du seinen Stein? Er will dich angreifen. Wenn die Zuschauer etwas nach dir werfen, erleidest du Schaden. Drücke X, um den Angreifer aus dem Publikum zuvorzukommen. Ah, okay. So kann man die also abwehren. Genau. Mit Hilfe von X kannst du Zuschauer rauswerfen, die etwas in der Hand halten. Aber manche Zuschauer werfen ja auch nützliche Items oder Münzen zu. Die sollst du natürlich nicht rauswerfen. Da muss man das halt in Papierform gut erkennen, ne, was die einem zuwerfen wollen. Gut, Mario. Zeig jetzt mal einen hammermäßigen Angriff. Mit dem Hammer an. Und fallen die Bäume um. Okay, so kriegen die also auch Schaden. Manchmal hauen deine Angriffe die Kulisse um. Aber Vorsicht, sie könnten auch uns auf den Kopf fallen. Außerdem passieren auf der Bühne noch andere verrückte Sachen. Sei auf alles gefasst und gib dein Bestes. Okay, das finde ich cool. Geblockt. Und jetzt kriegst du nochmal den Hammer zu spüren, Kollege. So, war jetzt auch nochmal Tutorial, habe ich so das Gefühl gehabt.
Gerne noch machen. Bam. Läuft mir hinterher. Tschüssi. Kollege. Kann sich immer noch nicht bewegen? Nein. Gut. Unsere Chance. Weg mit dir. Oh, ein Pablo. So, sind hier hinter den Mauern irgendwelche Sachen versteckt? Nee. Ich hab eine Idee. Ich glaube, Steine, das bringt nichts, wenn wir denen auf dem Kopf rumspringen. Erstmal scannen wir die natürlich. Denn ich denke mal, diesen Powerblock haben wir nicht umsonst bekommen. Das ist ein Kalkirk. Kalkirks sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Hm. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht. Max KP 2, Angriff 1, Verteidigung 2. Ziemlich harte Brocken. Genau, Verteidigung 2, deswegen bringt das nichts, auf die drauf zu springen, weil wir 2 Schaden machen. Und generell, denke ich mal, bringt das nichts. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Guter Tipp. Wir nehmen schon was dabei gedacht, nämlich hier den Powerblock. Haben wir nicht umsonst bekommen. Ah, wobei, warte. Nochmal einmal zurück. Vielleicht ist hinter den Säulen was. Nee. Okay. Jo, ist der schnell. Hä, für ein Item. Taktisch klug, damit er nicht angreifen kann, machen wir erstmal den. So, beide können nicht angreifen. Perfekt, ausgekontert. Dann machen wir den. Den setzen wir weiter unter Druck. Ein KP. Steht er wieder auf? Immer noch nicht. Perfekt. Taktisch klug gespielt. Den Gegner nicht einmal zum Angriff kommen lassen. So muss das. Oh, der hat so ein Herzen fallen lassen. Das hat uns geheilt. Ja. Haben wir wieder 10. Kapi. Also wenn das weiter so läuft, ist das gut. Ja.
noch ein paar Blocks. Dann brauchen wir den jetzt wieder. Ja, wieder die nächsten hier. Oh, die darf man wahrscheinlich nicht seitlich angreifen. Auch nicht mit dem Hammer. Also, ja, die hauen so zur Seite. Erstmal scannen. Was seid ihr denn? Das ist ein Dornhart. Ein Steinmonster mit Dornen. Also wirklich Dornhart. KP 2, Angriff 1, Verteidigung 4 sogar. Feuerattacken wirken nicht. Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können sie sich wehren. Hammer und Sprünge fallen aus. Bleibt also nur Items. Wirklich fiese Typen. Ah, ich habe den falschen rausgekontert. Tut mir leid, war ein Reflex. Aber wir haben noch ein Powerblock hier. Nur einige. Zack. Yes. Ja, manchmal sind die Tipps von Gumbrina Gold wert. Aber da wir ja die ersten Gegner auch mit einem Powerblock kaputt gemacht haben, war das eigentlich ziemlich naheliegend. Und weil wir ja noch einen gefunden haben. Bam. Ja, bringt nichts. Wir müssen auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. Beziehungsweise, er muss auf jeden Fall angreifen. Aber mit dem Hammer müssen wir es schaffen. Ja. Weil den Hammer konnten wir nicht benutzen, weil uns ja gesagt wurde, dass wenn ein Gegner vor dem anderen steht, kann man den hinteren leider nicht mit dem Hammer angreifen. Heißt, da haben sie sich gut positioniert. Ist das Hotelgutschein? Ein Gutschein für eine Übernachtung im Toadhaus. Oh, okay. So, der knockt den aus. Die knockt den Paragumba aus. Der bleibt noch liegen. So, Gumbrina ist nach mir dran. Perfekt. Heil mich mal lieber, vorsichtshalber, ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Durch Sprünge gegen diese Herzblöcke werden Mario und seine Mitstreiter erfrischt. Ja, habe ich mir fast gedacht. KP Kraftpunkte und BP Blütenpunkte werden komplett aufgefüllt. Habe ich mir auch gedacht. Das klappt allerdings nicht, wenn Mario nicht genug Münzen hat. Oder die KP und BP schon aufgefüllt sind. Selbsterklärend, aber danke für die Info. Oh, Speicherblock. Nehme ich gerne. Was wäre für einer? Oh, sag jetzt nicht, wir müssen gegen dich auch noch ein paar Block einsetzen. Hallo? Wow, wie schön.
wieder Besucher in diesen Mauern zu sehen. Du bist bestimmt auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Nun, wenn das so ist, musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich dir den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so erwartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Nun, nimmst du die Herausforderung an? Aber klar, das haben wir schon zu verlieren. Wir müssen weiter. So sei es denn. Es gibt kein Entkommen mehr für dich. Hä? Ich habe jetzt gedacht, dass... Hä? Es ist soweit. Zeit für das große Geröllburg-Quiz. Eine Quiz-Show? Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, bist du ganz und gar raus. Kommen wir zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern der Geröllburg? Sonnenschlüssel. Bist du sicher? Ja. Richtig. Ah, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Und jetzt Frage 2. Wie viele kosten ein Pilz und eine Feuerblume im Laden von Blütenweiler zusammen? Zwölf oder zehn? Zwölf. Sag zwölf. Bist du sicher? Ja. Ach, oh, richtig. Doch 2 Münzen mehr. Ha. Na, das ist richtig. Gut. Das war eine leichte Frage. Aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Zu Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Huperich? Bist du sicher? Ja. Richtig. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird's schwierig. Es geht weiter. Und jetzt kommt Frage 4. Ganz einfach. Wo ist das Sternjuwel? Rohling, Logarsburg, Toadtown. Blütenweiler. Logarsburg natürlich. Wurde uns ja gesagt. Ja. Das ist richtig. Schon 4 Fragen korrekt beantworten. Aber nimm dich in Acht, die nächste Frage wird unglaublich schwer. Zu Frage 5. Wie kommt man von Rohlingen ins Feuertal? Mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, durch eine Röhre, mit einem Kart. Ja, wir sind hier nicht bei Mario Kart, aber... durch eine Röhre. Durch eine Röhre. Bist du sicher? Ja. Richtig. Das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Jawohl. Voll, ein Quiz. Verdammt, wie konnte ich nur verlieren? Gut, du magst passieren. Okay, dann mal rein. Von wegen Bosskampf, hier kommt voll das geile Quiz. Multisprung. Oh, was kann der denn?
Der Keller der Geröllburg. Mir ist kalt. Das liegt bestimmt an diesem Wasser. Und die Luft ist kalt, es ist dunkel und beklemmend. Schön ist es hier nicht. Ja. Ja, Schnellfunktion für die Horden. Mario lernt den Multisprung, der ihn 2 BP kostet. Mit dem richtigen Aktionskommando trifft er alle Gegner in der Reihe. Oh, hey. Cool. Moment, die kenne ich. Das sind diese Fusi-Dinger. Oh, die haben Stacheln. Darf man auf die springen? Das ist ein Fusi. Fusis sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. Max KP 3, Angriff 1, Verteidigung 0. Beim Angriff saugen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Das Aktionskommando zur Verteidigung führst du aus, sobald sie sich von dir lösen. Weil die Fusis so schnell sind, ist das Timing etwas haarig und erfordert Übung. Du hast mir immer noch nicht gesagt, ob man auf die springen darf. Aber ich probiere es einfach mal. Doch, klappt. Okay. Okay, die machen also keinen Schaden. Das ist doch super. Perfekt. Ich habe jetzt gedacht, die machen auch so Stachelschaden, wie mit den Gumbas, die diese Pickelhaube auch haben. Aber gut, wenn das nicht der Fall ist, nur besser. Dann machen wir als Erste. Ah. Sollen wir direkt nochmal den Multisprung ausprobieren, ja? Geblockt. Jawohl. Kein bisschen Schaden bekommen. Konnte sich nicht heilen, dann können wir fertig machen. Sehr schön. Geh mal, gute Erfahrungspunkte hier, die Fusis. Oder heißt die Fuzi? Ich nenne die Fusi. Hm? Hier hinten gibt es wieder was. Eine Feuerblume. Okay. Ein Sonnenschlüssel, ein Stein in Form der Sonne. Oh, das sind 4 Stück. Dann zücken wir doch mal ein Item, nämlich eine Feuerblume. Wir machen euch platt. Aber ich muss nichts drücken bei der Feuerblume. Okay. Oh, das sieht mir nach dem nächsten Level ab aus gleich. So. Es ging ja auch noch nach links. Da müsste der Mondschlüssel sein. Wenn hier jetzt schon der Sonnenschlüssel war. Mal gucken, ob das auch tatsächlich so ist. Und ob wir den bekommen. Das wäre natürlich sehr erfolgreich für den heutigen Part. Dann machen wir hier die Fusis noch platt. Ah, schade. Der war doch ein bisschen weiter links. 3 Fusis. Nochmal Feuer. Oh, komm, ey. Die 2 Sternenpunkte hättest du mir noch geben können. Dann hätten wir ein Level up gehabt. Komm her. Bam.
Wenn ich jetzt einen taktisch klugen Multisprung mache, müssten wir das eigentlich in einem Rutsch schaffen. Weil die Gumbrina macht 2 Schaden. Perfekt. Sehr schön. Level up. So. Was packen wir denn diesmal hoch? Ich würde fast sagen die KP, aber... Ich würde gerne nochmal die Orden hoch machen, weil ich nicht weiß, was wir als nächsten Orden bekommen. Deswegen, allerdings KP wären jetzt auch mal nicht schlecht, aber ja gut. Wir nehmen erstmal die Orden. Der tatsächlich die Fähigkeiten sind, die wir dann auch einsetzen können. Beim nächsten Mal machen wir die KP. Was ist der Mondschlüssel? Gibt es hier auch wieder ein Item? Ja, ein Pilz. Ein Stein in Form des Mondes. Ein Mondschlüssel erhalten. Und wieder ein Pussy. Und wir machen mal wieder den klassischen hier mit der Feuerblume. Ja, da freut sich auch die Gumbrina. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Gibt es da eine Röhre? Wo? Oh, was ist das denn? Ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden. Fui zu. Der sieht aber anders aus. Das ist ein gelber. Oder ist der Gold? Erstmal scannen. Das ist ein Goldfusi. Fusi mit goldenfarbenen Borsten sind sehr selten. Es ist schon unglaublich, was für ein Monster man hier begegnet. KP 10, Angriff 1. Goldfusis saugen sich nicht fest und absorbieren auch nicht deine KP. Mit ihrer Farbe dürften sie jedenfalls überall auffallen, wo sie auftauchen. Okay. Machen wir hier so ein Power-Hour. So. Fuzio. Der ist ja stark. Fuzio. Aber der Kampf fängt gerade erst an. Fuzio. Auf ihn. Fuzio. What? Yo. Kann man die scannen? Das ist eine Fuzzi-Horde. Also eine Menge Fuzzis in einer Horde. Was für ein Bild. KP 20, Angriff 1. 4 Fuzzis greifen nacheinander an. Achte auf das Timing bei der Verteidigung. Vielleicht ist es aber klüger, zuerst den Kerl zu erledigen, der die Fuzzi-Horde leitet. Ja, also den goldenen. Hä? Bingo-Zeit? Wo kam das denn her? Egal. Feuerblume.
Pinko-Brina wird da voll auseinandergenommen. Komm, den schaffen wir. Yes. Oben können wir uns wieder heilen. Wozu? Oh nein, wozu? Jetzt haut der Golden Hour ab. Okay. Egal, wir haben die beiden Schlüssel. Ja, dann können wir an dieser Stelle den Part beenden. Hm? Professor Gumbart Mails. Da hat dir wohl jemand eine Mail geschickt, Mario. Sieh doch gleich mal nach. Drücke Plus, um deine Mails zu öffnen. Du findest deine Mails auch im Menü unter Mail Receiver. Es soll ja Leute geben, die Menüs mögen. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher aufregend. Immer wieder werden die dir bekannte Mails wie diese. Schreiben. Okay. Du sollst sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Professor Gumba. Ja. Schön. Wer hat das Foto gemacht? Noch jemanden in deinem Labor. So. Abspeichern. Können wir hier. Gut, Freunde. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, so Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Paper Mario, die Legende vom Äonentor, und sehen uns dann hier an Ort und Stelle wieder. Im Gepäck haben wir den Sonnen- und den Mondschlüssel, weswegen wir auf dem besten Wege sind, die versteckte Röhre zu finden, um dann schlussendlich zu Logarts Burg aufzubrechen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu unterstützen, indem ihr abonniert, die Glocke aktiviert, liked und kommentiert, wenn ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank und ciao. Thank you.